Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Lieben. Ihr wisst, wer ich bin, ihr habt auf das Thumbnail geklickt, ihr habt den Kanal geklickt, ihr habt ihn vielleicht auch abonniert und habt gesehen, was ein Gewinnspiel. Ja, es gibt etwas zu gewinnen bei mir auf meinem Kanal. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, verschenke ich ein Rollenspiel. Und zwar dieses hier. Aborea, das Tischrollenspiel, die Box komplett mit Würfeln und allem drum und dran in der 8. Auflage. Könnt ihr bei mir gewinnen. Die geht Ende des Monats an den glücklichen Gewinner heraus, der es schafft, mir 3 Fragen zu beantworten, meine Lieben. Das sind alles Fragen aus Rollenspielsystemen, aus Franchises oder aus der Literatur, besser gesagt, von 3 Welten, die ich besonders mag und die einen besonders hohen Stellenwert in meinem Herzen haben. Eine Frage aus Mittelerde. Eine Frage aus dem Kontinent, auf wo unser werter Hexer Geralt immer herumreist, und eine Frage aus Game of Thrones von Westeros. Seid ihr in der Lage, alle 3 Fragen richtig zu beantworten, dann schickt ihr mir eine E-Mail, und zwar an f-huntemann, jetzt hätte ich schon das Ad vorher vergessen, 020@web.de. Die E-Mail blende ich hier oben für euch allerdings nochmal ein. Also, seid ihr in der Lage, die Fragen zu beantworten, schickt ihr mir eine E-Mail mit den 3 Antworten dazu und schickt bitte zusätzlich noch einen Namen oder ein Pseudonym von euch, dass ich das während einer Verlosung am Ende verwenden kann, diesen Namen, und auch preisgeben kann am Ende. Natürlich möchte ich, und da müsst ihr euch ein bisschen drauf einlassen, wenn ihr die Box von mir gewinnt, wenn ihr die bekommt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Foto zukommen lasst, wo ihr die Box in der Hand haltet, damit die Leute sehen, ey wow, das Glücksspiel ist hier keine Verarsche. Nein, das ist echt. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, diese Box, diese echte Box zu gewinnen. Dafür müsst ihr aber 3 Fragen beantworten. Schickt mir ein Pseudonym, einen Namen mit dazu, wenn ihr die Antworten habt. Und dann wird am Ende des Monats, die Verlosung geht bis zum letzten Tag des September, wird ausgelost. Dann wird aus allen Gewinnern, allen Einsendern, die die Fragen beantwortet haben, ein Lostopf gebildet. Dort wird ein Name rausgezogen und der Gewinner, der Glückspilz, bekommt das das Spiel, die Box, das Box von Das Flo. Ne? Also... Gut, aber damit ihr es überhaupt machen könnt, braucht ihr Fragen. Ich habe 3 Stück für euch. Die erste aus Mittelerde. Wie ist Saurons wahrer Name im Sindarin? Würde ich gerne mal von euch wissen. Sauron ist der Schrecken im 2. und der noch größere Schrecken war mal nach dem 3. Zeitalter. Und er wird viel Unheil über die Menschheit und andere freien Völker Mittelerdes bringen. Wie nannte man ihn also im Sindarin? Das war Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 kommt aus Westeros. Aktuell läuft House of the Dragon und, meine Lieben, ich liebe diese Serie. Sie ist wirklich genau das, was ich bei Game of Thrones immer geliebt habe. Intrigen, gute Geschichten, gute Dialoge, interessante Charaktere. Und hier kommen wir zu einer Figur, die nur erwähnt wurde bisher. Welcher König in Westeros trug den Beinamen der Grausame? Schickt mir die Antwort, wenn ihr es wisst. Und kommen wir dann zu Frage Nummer 3, zum Kontinent. Und da muss ich im Vorfeld mich entschuldigen. Ich werde jetzt gleich einen sehr umfangreichen Namen aussprechen. Und es kann sehr gut sein, dass ich ihn falsch betone. Und dafür entschuldige ich mich im Vorfeld schon einmal. Aber, wer ist Julian Alfred Pankratz Vicomte de Lattenhof? Ja, toller Name, nicht wahr? Sagt mir den Namen dieser Person. Findet die 3 Namen im Sindarin, den Namen des Königs und den Namen dieses Julian für mich heraus. Und das hier, ja, das hier wird euer sein, versprochen. Schickt es mir an die E-Mail-Adresse. Ich habe sie am Anfang eingeblendet. Ich blende sie hier noch einmal ein für euch. f-huntemann020@web.de. Ihr bekommt von mir eine Bestätigung, dass die Fragen bei mir angekommen sind. Ihr kriegt auch die Bestätigung, ob die Antworten soweit richtig sind. Und dann kommt ihr mit eurem Pseudonymnamen bei mir in den Lostopf hinein. Ihr habt bis Ende September Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Glück und vielleicht haben wir dann einen Livestream, wo ich das auslosen werde und den Namen mitgeben werde. Und kontaktiere euch aber natürlich,
ich ja fast vergessen. Ich kontaktiere natürlich den Gewinner per E-Mail noch einmal, dass er gewonnen hat, dass er mir seine Daten zuschauen lassen kann und dass ich dann diese Box verschicken kann. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Euer Das Floh.